Hallo ihr Lieben, vielen Dank fürs wieder reinschauen in meinen Kanal Carinas süße Welt. Heute gibt es wieder ein Basisrezept und zwar eine einfache Vanille-Buttercreme. Diese kann natürlich dann letztendlich in verschiedenen Farben eingefärbt werden. Aber das Basisrezept ist dieses: 250 Gramm Butter, 500 Gramm Puderzucker, 100 Milliliter Milch und etwas Vanillepaste. Die Butter wird erst einmal gut aufgeschlagen, bis sie richtig weiß und cremig ist. Dann kommt der Puderzucker, die Vanille und die Milch hinzu. Dann wird alles noch einmal verrührt, bis eine weiche, cremige Masse entstanden ist. Normalerweise nutze ich in meinen Rezepten ein Handrührgerät, da ich davon ausgehe, dass die meisten ein Handrührgerät haben und es auch preislich erschwinglich ist, dies zu kaufen, eher als eine Küchenmaschine. Für eine Buttercreme nehme ich aber doch jetzt lieber eine Küchenmaschine, weil sie einfach sehr stark ist. Und mit dem Handrührgerät würde es auch gehen, aber es dauert einfach länger. Und jetzt spare ich ein bisschen Zeit und nehme dafür die Küchenmaschine. Es ist übrigens wichtig, dass die Butter eine Zimmertemperatur hat, damit man sie auch richtig aufschlagen kann. Das ist allgemein bei Buttercremes wichtig, dass alle Zutaten die gleiche Temperatur haben, damit sich auch alles gut verbinden kann. Das Ergebnis der wunderbaren Buttercreme. Sie ist ganz toll geworden, sie glänzt sehr schön, sie ist fluffig, sie schmeckt überhaupt nicht nach Butter. Die ist jetzt orange, weil ich sie orange eingefärbt habe für eine Torte, die Kürbistorte übrigens. Und das kann ich euch wirklich empfehlen. Das ist eine ganz tolle Creme und sie geht wirklich einfach. Das geht ziemlich schnell. Ich glaube, ich habe sie jetzt insgesamt 10 bis 15 Minuten aufschlagen lassen, damit die Butter wirklich schön fluffig ist, bevor die anderen Zutaten hinzukommen. Und ja, das ist ein Ergebnis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Abo freuen, über ein Like. Und wir sehen uns bald. Tschüss!